Wart ihr schon mal mit Freunden in den Bergen wandern, nur um irgendwann festzustellen, dass zwischenzeitlich eine Zombie-Epidemie ausgebrochen und die Welt komplett aus dem Ruder gelaufen ist? Nein, ist euch noch nicht passiert? Tja, dann solltet ihr vielleicht mal State of Decay antesten, das derzeit exklusiv für Xbox Live Arcade erhältlich ist und irgendwann in ferner Zukunft auch für den PC erscheinen soll. Zugegeben, das Open-World-Untotengemetzel sieht nicht gerade berauschend aus. Doch bevor ihr euch angewidert abwendet, solltet ihr euch unseren Test ansehen. Wir klären, ob unter der hässlichen Schale nicht doch vielleicht ein motivierendes Spiel steckt. Now we're making progress. Hold on, I'm coming. Zombie-Horden haben die USA überrannt und die Bevölkerung gnadenlos dezimiert. Nur eine Handvoll Überlebende hat es geschafft, dem untoten Pack zu entkommen. Wir schlüpfen zu Beginn des Spiels in die Rolle von Marcus, der mit Kumpel Ed auf einer Bergtour ist, als die Hölle losbricht. Nach einem ersten Scharmützel im Waldgebiet ziehen wir von Stadt zu Stadt, um nach Überlebenden und Vorräten zu suchen. In leerstehenden, gut zu verteidigenden Gebäuden errichten wir Heimatbasen, die uns und dem Rest der Truppe als Unterschlupf dienen. State of Decay ist ein Open-World-Titel, ihr bewegt euch also frei durch die Spielwelt und könnt dabei tun und lassen, was ihr wollt. Zu viel Abwechslung solltet ihr allerdings nicht erwarten, denn die Welt ist vergleichsweise klein und besteht zum großen Teil aus Farmland und ganz viel Ödnis. Doch ihr sollt ja auch kein Sightseeing machen, sondern euch um das Überleben eurer Gruppe kümmern und nebenbei immer weitere Mitglieder rekrutieren, auf die ihr unterwegs trefft. Damit sich die Typen euch anschließen, müsst ihr deren Vertrauen gewinnen. Das funktioniert meist, indem ihr ihnen bei der Belagerung ihres Unterschlupfs aus der Patsche helft oder ihnen andere Gefallen tut. Am einfachsten ist es, über eure Funkerin in der Heimatbasis an solche Neuzugänge zu kommen. Auf Anweisung sucht sie den Äther nach Signalen ab und bietet euch anschließend eine entsprechende Nebenmission an. What's up? Neuzugänge sind einerseits wichtig, um eure Gruppe so weit zu vergrößern, dass ihr neue Basen einrichten könnt, und zum anderen sind sie auch eine Art Lebensversicherung, da die Spielmechanik es vorsieht, dass ihr nach einiger Zeit die Figur wechseln müsst, um sie ausruhen zu lassen. Andernfalls riskiert ihr verschlechterte Ausdauer und Gesundheitswerte, was ein großes Problem sein kann. I got nothing left. In State of Decay bleibt ein Charakter nämlich tot, wenn er von den geifernden Zombies in seine Einzelteile zerlegt wird oder anderweitig den Löffel abgibt. Deshalb braucht ihr immer ein paar Zombiejäger in der Hinterhand, deren Statuswerte ihr außerdem natürlich möglichst schnell auf brauchbare Levels bringen müsst. Doch je mehr Überlebende sich in der Basis einfinden, desto schwieriger wird die Situation. Zwangsläufig kommt es zu Streitereien und Beschwerden über zu beengte Zustände oder ähnliche Kinkerlitzchen. Mann, statt Stunk zu machen, sollten die Typen lieber dankbar sein, ein Dach über dem Kopf und eine Mauer zwischen sich und den Zombies zu haben. Jedenfalls müsst ihr hier für Abhilfe sorgen, indem ihr die Basis erweitert und verbessert. Für jede Verbesserung, wie etwa zusätzliche Schlafplätze oder eine modernere Küchenausstattung, braucht ihr allerdings Einflusspunkte, die ihr euch zum Beispiel durch erfolgreiche Missionen, gefundene Ressourcen oder Streitschlichtungen verdient. Außerdem benötigt ihr natürlich auch Materialien, also Ressourcen, die ihr ständig in den verlassenen Häusern sammelt. Dabei handelt es sich nicht nur um Baumaterial, sondern auch um Nahrung, gegessen wird nämlich alle 24 Stunden, Benzin und Munition. Die Truppe will schließlich überleben. Technisch ist State of Decay eine mittelgroße Frechheit. Für knapp 20 Euro erhaltet ihr eine dauerflimmernde Ruckelorgie mit Texturen aus der Hölle und ständigen Darstellungsfehlern, die wie in diesem Fall aber eine auflockernde Wirkung haben und bei all dem Survival-Horror auch mal zum Lachen anregen können. Nein, ein technisches Meisterstück darf man nicht erwarten. Ach, was red ich? State of Decay ist nicht mal ein technischer Durchschnittstitel, sondern sieht aus wie ein notdürftig auf HD gebürstetes PS2-Spiel. Grafikfetischisten halten also besser die Kotztüte bereit. Auch wenn State of Decay so hässlich wie eine halbverweste Zombie-Visage ist, sollte man den Titel nicht unterschätzen.
Das Konzept hält bei Laune, weil man auf der Suche nach Ressourcen systematisch die Welt erkundet und immer wieder neue Orte entdeckt, die von Zombies gesäubert wunderbare Heimatbasen ergeben. Auch die zwischenmenschlichen Dinge, wie Konflikte unter den Überlebenden, die man lösen muss, damit keiner wegläuft, halten die Motivation ganz weit oben. State of Decay ist vom Spielprinzip her die bisher beste Umsetzung der Serie The Walking Dead. Auch wenn's gar keine ist.